Liebe Leserinnen, liebe Leser, herzlich willkommen in den neuen Büros des Industriemagazins. Wie Sie vielleicht wissen, sind wir vergangene Woche aus den doch etwas beengten Verhältnissen der Lindengasse hier in den 20. Bezirk, in die Dresdner Straße 45 gezogen. Noch sind wir, wie Sie an den Bildern sehen können, nicht ganz angekommen. Grundsätzlich muss ich sagen, auch wenn die Brigittenau in einigen Dingen nicht mit Neubau und Mariahilf konkurrieren kann, die 2000 großzügigen Quadratmeter, die wir uns hier mit den Kollegen der WK Industriemedien teilen, die entschädigen dann doch für vieles. Unser Team hat in den vergangenen Wochen nicht nur den Umzug gestemmt, sondern auch eine, wie ich finde, hochspannende Herbstausgabe produziert, die ich Ihnen gleich gemeinsam mit dem Kollegen Bernhard Fragner vorstellen möchte. In wenigen Monaten tritt in Österreich und damit in der gesamten Europäischen Union das mit Abstand strengste Datenschutzgesetz der Erde in Kraft. Zum ersten Mal ist in einem Datenschutzgesetz weltweit das Recht auf Vergessenwerden festgeschrieben. Das bedeutet, dass Unternehmen mit der Beendigung einer Geschäftsbeziehung mit einer natürlichen Person die Daten dieser Person zu löschen haben. Zudem existiert ein Verbot, personenbezogene Daten Big Data-Analysen, also sogenannten Profiling, zu unterziehen, und der fast kühnste Schritt der EU, Daten von EU-Europäern, die sich bereits im Ausland befinden, unterliegen dem gleichen Schutz wie innerhalb der Europäischen Union. Die DSGVO ist eine großartige Nachricht für Bürger, eine Katastrophe für Datenkraken wie Google und Co. Und das ist eigentlich auch der Tenor der Unternehmer, mit denen wir gesprochen haben, als wir die aktuelle Covergeschichte recherchiert haben. Wir haben uns überlegt, was bedeutet denn die DSGVO für die Industrie. Neben mir sitzt Bernhard Fragner, Co-Autor der aktuellen Cover-Story, und ich stelle die Frage jetzt ihm, was bedeutet denn die Datenschutzregulierung für die Industrie? Sie bedeutet einerseits, und das war zu erwarten, einen riesigen Aufwand, sowohl personell als auch finanziell. Was mich ein bisschen überrascht hat, das haben uns mehrere Unternehmensvertreter gesagt, ein Problem scheint zu sein, ein großes Problem, dass sowohl in der DSGVO als auch in der nationalen Umsetzung viele Punkte ziemlich schwammig formuliert sind. Das heißt, auch die sich gut vorbereiten wollen, wissen teilweise nicht, worauf genau sie sich vorbereiten müssen. Das reicht von sehr wichtigen großen Themen, wie zum Beispiel der ungeklärten Frage, was genau bestraft wird, wie scharf was verfolgt wird, bis zu zahllosen Kleinigkeiten. Also ein Beispiel, wenn man einen Ansprechpartner in einer anderen Firma hat, dann ist das eine natürliche Person, persönlich bezogene Daten würden unter die DSGVO fallen. Es gibt auch die juristische Meinung, dass diese Person aber unter das Dach der juristischen Person fällt und damit nicht unter das Gesetz. Und solche Unklarheiten gibt es offenbar eine ganze Menge. Wer könnte einem denn da weiterhelfen, wenn man da Fragen hat? Im Prinzip wäre das die Datenschutzbehörde. Und das ist, wie wir recherchiert haben, das eigentliche Problem. Die österreichische Datenschutzbehörde versteht sich im Gegensatz zu den Behörden in anderen europäischen Ländern noch längst nicht als Servicestelle, auch wenn sie das ab Mai im nächsten Jahr sein muss. Während in anderen Ländern Roadshows, Booklets, Leitfäden zur Auslegung der DSGVO herausgegeben werden, herrscht in Österreich donnernde Stille. Die Erlebnisse österreichischer Unternehmen mit der Datenschutzbehörde und was die Unternehmen derzeit alles tun, nämlich identifizieren, dokumentieren und löschen, lesen Sie in der aktuellen Titelgeschichte des Industriemagazins. In Anbetracht der hohen Strafen bis zu 4% vom Jahresumsatz bleibt zu hoffen, dass die handelnden Personen in Unternehmen, könnte man zynisch formulieren, eine gute D&O-Versicherung, eine gute Managerhaftpflichtversicherung abgeschlossen haben. Zu diesem Thema findet sich, welch Zufall, eine sehr spannende Geschichte in der aktuellen Ausgabe des Industriemagazins. EM-Autor Mario Offenhuber, ein ausgewiesener Finanzexperte, hat sich für uns den Markt für Managerhaftpflichtversicherungen angesehen. Sein Fazit, ein Vollkasko für Vorstände und Geschäftsführer ist das schon lange nicht mehr. Beginnend mit der Risikoeinschätzung über die Bepreisung bis hin zur tatsächlichen Schadensabwicklung ist der Markt sehr, sehr intransparent. Was Sie beachten müssen, um eine perfekte D&O-Versicherung abzuschließen, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Industriemagazins. Bernhard, hast du noch spannende Geschichten, die du vorschlagen möchtest unseren Lesern? Ich habe ein Gespräch geführt, ein Interview mit Markus Kottinger, der ist bei IBM Experte für Watson oder Watson IoT.
das legendäre KI-Programm. Und er hat mir erzählt, was diese Programme heute schon können und vor allem, was sie demnächst in der Industrie bewirken werden. Und das sind ziemlich erstaunliche Aussichten. Eine letzte Story aus unserem Heft möchte ich Ihnen noch ans Herz legen. Kollege Daniel Posef hat sich die Anwendungsgebiete von Blockchain-Technologien in der Fertigung angesehen. Blockchain, Sie wissen, eine Vielzahl verbundener Server, die Datentransaktionen gegenseitig checken und damit ohne zentrale Kontrollinstanz auskommen und Werte schaffen können, wie zum Beispiel Bitcoin. Es können jetzt nicht nur Werte, zum Beispiel Geld, geschaffen werden, es können auch Kontrakte geschaffen werden, die allgemein gültig und anerkannt sind. Was das für die Fertigung bedeutet, was das für die Wertschöpfungskette bis zur Fertigung bedeutet, hat sich Daniel Poselt angesehen. Diese und noch viel mehr spannende Stories lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Industriemagazins, das ab morgen auf Ihrem Schreibtisch sein wird oder mit einem Klick unter www.industriemagazin.at/epaper downloadbar ist. Ich wünsche viel Lesevergnügen.